Guck mal hier, Schatz. Einfach auf die scheißen und nicht mit denen auf Freunde machen. Wir haben diesen einen Hahn, ja? Diesen einen, ja. Ich meine, wie willst du das durch 16 teilen, wenn du den so verarbeitest? Die haben ja auch die Wassermelone rausgenommen. So, das sieht doch gut aus. Wird auf jeden Fall ein Thema heute. Manche haben wirklich ein Hähnchen für Ärger. Ja gut, ich mache jetzt auch hier kein Kantineessen für alle. Sorry, warum sollte ich? Entweder das sind nicht meine Freunde hier, das sind meine Konkurrenten. Die machen sich gerade drin, das Huhn komplett für sich alleine. Komplett für sich alleine gemacht, das Huhn? Habe ich aber schon gesagt, wo ich drin war beim Zubereiten. Wenn du weißt, du hast ein Huhn, ist die einzige Möglichkeit, es zu kochen, dann zu zerrupfen und daraus irgendwie ein Frikassee oder irgendwie mit Reis. Dann hätten alle davon essen können. Dann hätte sich niemand beschwert, auch wenn es nur 2, 3 kleine Stücken Hühnchen gewesen wären. Ich habe gesagt, Leute, ihr wisst aber schon, wenn ihr das jetzt so zubereitet, dass das maximal für 4 bis 6 Personen reicht. Haben die schon aufgegessen? Das ist schon dabei, ja. Ja, weil dann greifen wir mal rein, nehmen uns eine Keule weg. Ach, chillig. Hähnchen. Ein schneller Karkassensturz offenbart dem Feindschmecker rasch defizitäre Auffälligkeiten. Sie machen sich ihr Essen fertig, nehmen sich dann aber auch 95% von dem Essen. Da war nur noch Haut und Knochen am Ende, da habe ich ein bisschen versucht, da abzukratzen. Ja, das ist absolut Egoisten sind und die scheißen auf die gesamte Gemeinsamkeit hier. Hier, jetzt haben wir dann genug für draußen, ne? Für 5 Leute oder 6 Leute können wir das essen. Ach, wie 5 Leute? Ich würde mal gern kurz was sagen. Ich weiß, das ist hier ein Wettbewerb. Aber es gibt so ein paar Sachen, die müssen wir alle teilen miteinander. Und das ist das Essen. Weil wir brauchen alle Energie. Dann hätte man einen gemeinsamen Weg finden können, wie man das Hühnchen, das eine, was ja sowieso zu wenig ist für alle, trotzdem so verarbeitet, dass alle wenigstens wissen, was davon haben. Meine Meinung, wollte ich nur einmal sagen. Witzig, ehrlich. Stopp, jetzt sag ich kurz was. Ich habe das Hähnchen gemacht für alle. Ich habe den Salat auch gemacht für alle. Alle können sich bedienen. Ich habe gesagt, das Hähnchen ist fertig. So. Ich habe euch beim Kochen auch gesagt schon, dass das Huhn wahrscheinlich, wenn ihr es so zubereitet, nicht für alle reichen wird. Ich finde das gut, dass du es ansprichst. Aber ich muss auch nicht für alle kochen. Kamen wir auch morgens. Wir haben ausgeschlafen, sage ich mal. Wir lagen noch im Bett. Wie jeden Tag. Kamen dann später. Alles gut, ist ja unsere Sache, oder? Richtig. Brauchst nicht so einen Kommentar ablassen. Kam hier an. Also und Hähnchen jetzt mal anbieten draußen. Lass mich bitte aussprechen. Lass mich bitte aussprechen. Und es waren keine Eier mehr da, die waren alle aufgegessen. Pass auf, Frühstück hat bisher noch nie jemand zusammen gemacht. Das habt ihr immer nur für euch gemacht. Ich habe hier mit Sicherheit hier nicht jetzt hier das große Festmahl gemacht für alle. Sieht man. Ja, undankbar. Sieht man, wir haben immer gegrillt für alle. Du warst der Erste, der ankam und ich habe für dich gegrillt, wo die Würste nicht nehmen wolltest. Habe ich darum gebeten? Ich habe daran gedacht, weil du Moslem bist und du nur Kalb bist. Ist ich habe Kalb für dich gemacht aus Respekt zu deiner Religion. Ich bin kein Moslem. Du hast es nicht gegessen. Ich bin kein Moslem. Ja, aber du isst kein Schwein. Hä? Ja und? Ist in meiner Moslem? Ich habe das respektiert. Ich esse Schwein. Nein, du Lügner. Ich verzichte auf Schwein. Also vielleicht merkt ihr ja, dass alles, was man tut, von unserer Seite aus anscheinend falsch ist. Nee. Es ist provokant. Das ist gar nicht so gemeint. Es ist eine Provokation. Pass auf, Valentina, Erik hatte gerade was angemerkt, wisst ihr was? Was ihn gestört hat. Und das kann man noch mitnehmen. Warum beschäftigt ihr euch nicht mit euch selbst und macht selber Content, wenn ihr doch das nicht wollt? Nein, aber pass auf, wir leben hier in einer Gemeinschaft und wenn einer da ist... Nein, wir leben nicht mehr in einer Gemeinschaft. Wir leben nicht in einer Gemeinschaft. Nein, wir leben nicht in einer Gemeinschaft. Gut, dann ist es so. Ich fand es einfach scheiße, weil wir die ganze Zeit jetzt versucht haben, zumindest das, was wir teilen müssen, eben zu teilen. Da ist genug Hähnchen. Und den Rest kann man ja lassen. Da sind 5 Packungen Hähnchen und Rinderhackfleisch. Ne? Also. Oh, meine Güte. Alter. Wie kann man so ignorant sein, Alter? Das Schlimme ist, es gibt keinen Alkohol, aber zu futtern ist doch hier genug.
wir hungern hier doch nicht. Es geht auch nicht ums Hungern. Und es hat auch keiner gesagt, dass irgendwer... Aber wenn da ein Hähnchen ist, als hätte man noch nie ein Hähnchen gehabt in seinem Leben. Aber darum geht's nicht. Es geht einfach nur darum, wenn da jemand ist, mein Gott. Das gestört hat, dass es nicht angesprochen wird. Mein Gott, jetzt gibt's noch wesentlichere Probleme. Valentina, ich rede gerade, hallo. Nein, ihr seid auch nicht rumgegangen, wo die Melone ankam. Ey, willst du mich verarschen oder was? Nein, es reicht doch langsam mal. Was, hallo? Es reicht Digga, ich bin hier am Reden und die fällt mir ins Wort. Ja, es reicht aber jetzt mal. Jetzt kümmert euch doch mal um euch selbst. Wo ist das Problem, Alter? Kümmert euch doch einfach mal um eure Partnerschaft. Ihr seid hier, weil ihr was gewinnen wollt. Warum müsst ihr immer auf einem gehen? Reicht doch jetzt mal langsam. Mein Gott! Diese Menschen sind alle falsch. Man kann nicht mit denen normales Gespräch führen.